Freunde, was geht? Was war das? Holy fucking shit. Am 1.11., während ich das hier drehe, wurde die letzte Smash Direct gestreamt. Vor dem Release des eigentlichen Spiels. Und meine Erwartung war natürlich super hoch, gerade nach den letzten Leaks. Obwohl ich ein Mensch bin, der Leaks grundsätzlich erstmal nicht glaubt, habe ich extrem auf Banjo-Kazooie gehofft. Die beiden waren auf der absoluten Top 1 meiner Wunschcharaktere. Aber wen genau haben wir jetzt bekommen? Wird es einen Abenteuermodus geben wie im Brawl? Was ist mit dem Online-Multiplayer? Viel Spaß mit meiner Reaction. In ungefähr einer halben Stunde geht's los, dann verkünden sie Banjo. Nice wär's. Das Jan bin hat, ich. Jan hat das vorhin auch schon gesagt. Bug schreibt, Smash Battle Royale wird angekündigt. Ja, genau! Oh, stell dich mal vor, Alter. Das wäre aber schon wieder funny irgendwie. Mario mit einer Skana-Hand. Schon, wo er was da markiert hat. Nein. Das ist, oh mein Gott, das ist eine offizielle Seite? Wenn das stimmt, wird das beste Spiel der Welt. Fake, oder? Das muss fake sein. Nein, Alter, als ob. Ist das wirklich real? Unter einer Minute. Oh, shit! Okay, los geht's. Hype. Und los geht's. Oh, shit, mein Herz. Ey, was passiert hier? Mein Herz. Oh, schöner Trailer. Brawlhalla. Was passiert jetzt? Oh, shit. Charakter. Oh, wer? Ken! Oh, mein Gott! Was? Oh mein Gott. Was? Ich höre, es war Ken. Ja, es ist Ken. Oh, was? Mein Gott. Was? Ken ist neuer Main direkt. Also, ich habe ihn schon erwartet, aber Alter, das nochmal zu sehen. Nein. Das ist crazy. Hat er noch einen Echo Fighter? Oder ist er der Echo Fighter von. Von Ryu, ja. Okay. Oh, wie nice. Oh shit. Was? Was ist das? Das ist ein nicer Film. Oh mein Gott, was jetzt? Ist das King K. Rool? Was ist das? Digga, wer kommt da? King K. Rool? Wer ist das? Wer ist das? Feuer-Pokémon Incineroar. Wer zum Teufel ist das? Oh, stimmt. Was? Oh mein Gott. What? Der sieht crazy aus. Der sieht richtig geil aus. Vor allen Dingen haben wir vorher noch gesagt, keine neuen Pokémon. Ja. Well, so viel dazu. Oh, ich dachte ganz kurz, das wäre dieser eine aus ARMS, dieser ganz große. Oh shit, yo, das war der Naruto rendern, Alter. Rendern! Ist das komplett ein ganzer Trailer? Digga, jetzt kommt der nächste. Der Bewohner ist so ein Meme. Aber diese Spiele kann man auch auf der Virtual Console spielen, auf der Switch, ne? Ja. Ich hoffe immer noch auf Geno aus Mario RPG. Ja, das wäre nice. Oh, er ist schneller! Er ist OP, oh OP, OP. Ja, Shippuden der Ryu. Where go? Habt ihr gelesen? Unser letzter Neuzugang. Ja, der Rest ist Echo safe. Oh nein! Nee, ganz zum Schluss wird noch etwas kommen. Zeig mir den Ultra Smash. Alter, der Ultra Smash sieht crazy aus. Ach, und der Ultra Smash findet immer bei dieser Stage statt. Nein! Hey, das kann nicht sein. Schau mal, da ist noch Platz, Mann, um die Reihe. Da ist definitiv noch Platz. Neue Amiibos, Leute. Neue Amiibos. Den Ridley Amiibo habe ich gesehen auf der Gamescom. Der ist ziemlich lit. Bitte, ein Charakter noch. Ich bin richtig süchtig, Alter. Ich komme mir gerade vor, als würde ich Heroin nehmen. Gib mir noch ein Charakter. Scheiße. Oh, Spirit. Spirit ist real? Spirit ist real. Oh mein Gott. Was? Geistreicher Einfall. Was? Ey, check gar nichts, Mann. Ja, Banjo wird in der Fantasie auch zum Camper. Warum ist er nicht dabei? Ich verstehe nicht, was das ist. Ich bin gerade zu blöd, um den Modus zu verstehen. Ist das dann sowas ähnliches wie... Wie wenn man Sticker in Brawl benutzt, die einen stärken? Was passiert hier? Ja, es klingt, das ist einfach so nach Buffs, aber was bringt die? Ich glaube, das sind Buffs. Ja, aber doch nicht in normalen Fights, oder? Ja, eben. Jetzt kommen die Sub-Guys, Alter. Gabby! Gar nicht. Okay, ich bin ein bisschen, ein klein wenig enttäuscht. Ich dachte, Spirits wird ein Story-Modus. Vielleicht macht es ja Spaß. Irgendwie gut reden so. Es wirkt für mich ein bisschen wie eine Entschuldigung dafür, warum andere Charaktere, die man sich vielleicht erhofft hat, nicht mit reingekommen sind, weil die sind ja jetzt Geister, also Spirits, die sind ja doch irgendwie dabei, wisst ihr, wie ich meine? Also es wirkt irgendwie wie eine Rechtfertigung. Halt Freunde, Hall Emmerich ist dabei. Keine Ahnung, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, aber bis jetzt überzeugt mich das noch nicht. Sakurai sagt jetzt so, und das alles, was ihr eben gesehen habt, das war ein Troll. Und da kommen ganz andere Sachen auf einmal. Mann, was interessiert mich dieser dumme Koch? Macht der Geister.
Was für Level Up, als ob ich die leveln kann! Junge, das wird mir zu casual immer. Hä, was ist das? Willst du deine Spirits nicht leveln, Bruder? Ach, die können entwolden. Die können auch in die echte Welt entlassen werden. Fliegen die dann um dich herum. Alter, was passiert da? Was ist das? Was macht der da unten links? Als ob man da so... Hä, was macht der da, Alter? Das sieht aus wie ein Handy-App-Game. Das ist ein Mobile-Game. Oh mein Gott, das sieht so kompliziert aus. Super Smash Bros. Ultimate Go. Go home, Alter. Keine Ahnung, wenn ich das so sehe, denke ich mir, weniger ist manchmal mehr. Mehr Spieler. Okay, jetzt. Jetzt wird's spannend. Okay, es ist wieder Peer-to-Peer. Hey, ciao. Delay. Nein. Ihr bekommt doch jetzt Geld für den Online-Modus. Beziehungsweise für Nintendo Online. Holt euch doch Server. Ja, ist so. Smash Marken? Wie gesagt, Leute, ich habe das Gefühl, dass einfach viel zu viel reingeballert wird, so mit Stickern und Geistern und Marken. Du kannst das und dies und hier die Farbe ändern und keine Ahnung. Das soll Ultimate werden und so. Weiß nicht, ich finde, es ist schon ultimativ genug, also manchmal ist weniger mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich finde, die hätten den Fokus viel mehr auf gute Internetverbindung legen müssen und weniger auf dieses Geist-Ding. Wahrscheinlich lief das so ab, dass sie immer gesagt haben, hier, ich habe noch eine Idee, ich habe noch eine Idee, ich habe noch eine Idee. Smash World. Ja, okay, das mit den Statistiken ist schon ziemlich cool. Aber ich werde den Voice-Chat nicht nutzen, so. Ich werde Discord für immer benutzen. Shadow? Oh, Mann! Ach, das sind Helfer-Trophäen. Oh mein Gott. Oh Mann. Isaac als Helfer-Trophäe. Oh mein Gott. Oh, Suishimaru wird so traurig sein. Steinblock. Den hätte ich mir so als Charakter gewünscht. Aber den wollte ich doch unbedingt als Charakter haben. Nein, Springman, warum habt ihr das getan? Nintendo, was habt ihr getan? Nein, Nintendo. Ich habe mir Springman so krass als Charakter gewünscht. Eine gute Sache hat das. Banjo wurde bisher noch nicht als Helfer-Trophäe angekündigt. Ich meine, er wurde auch überhaupt nicht angekündigt. Aber trotzdem. Davor hatte ich am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass die Erwartung zu groß ist. Ja, wegen diesem Leak vor allem. Dieser blöde Leak. Ich habe von Anfang an gesagt, der ist nicht wahr. Nintendo Labo? Wow. Oh, krass! Oh mein Gott! Rex Outfit Sneak. What the fuck? Ich habe mir so sehr Rex gewünscht. Und jetzt kriegen wir ein Rex Outfit. Das kann nicht sein. Und die Geist. Oh nein, Pyro ist ein Geist. Ja, welche denn? Welche denn? Gib mir Banjo! Was? Oma-ke-de-ima-tsukutte-iru-mono-ga-arimasu. Baluigi. Was ist jetzt los? Wie sieht Mario aus? Warum guckt er so böse? Böse, Alter. Pausett. Genau. Komm jetzt Baluigi aus dem Mund raus. Was? Das, nein. Er ist so Player, pass auf. Was? Was? Leute, ich bin einfach gegangen. Ich bin gerade einfach gegangen. Was war das? Was ist das? Ey, den hat das Ball geklaut. Nein. Warte mal, und den kriegen nur Leute, die das jetzt kaufen? Ist ja voll pay to win. Was zur Hölle? Waluigi kommt nicht rein als Charakter, aber Piranha-Pflanze. Nee, das war's. Nintendo macht gerade so viele Fans wütend. Also die Art und Weise, wie er kämpft und wie er sich bewegt und so, ist auf jeden Fall ein funny Camper, aber trotzdem. Prolololol. Hübsch und rund und knuffig. Halt dein Maul, das ist ein dummer Pflanze, Alter. Nur eines noch. Oh mein Gott, nein. Abenteuermodus. Das sieht cool aus. Okay, dann ist der Story-Modus schon irgendwo. Oh, damn. Yo. Wie viele Meisterhände sind das? Wie ist das Tabu oder Tabu? Ist das Tabu? Oh mein Gott. Das sieht geil aus. So. I know we will. Jetzt kommt Banjo. Ich mach das schon. Also ist Spirits doch ein Abenteuermodus. Oh shit. Yo. Vorahnung, Saki. Oh shit. Oh shit. Das sieht crazy aus. New Anime confirmed. Rip Lucario. Ihr seid auch Rip. Rip Falco. Das ist Thanos. Thanos 2.0. Mario, ich fühle mich nicht so gut. Oh, was? Er hat sich selbst aufgelöst? Yo. Oh mein Gott, was? Sakurai ist der Macher von Kirby. Natürlich hat Kirby überlebt. Oh mein Gott, was?
Kingdom Hearts einfach plötzlich. Da kommt so Sora dazu, was geht? Yo. Oh, damn. Aber das sind einfach nur Kämpfe. Ist das so eine Art Classic-Modus? Okay, das ist... Das sind einfach nur Kämpfe. Das wird auch so verkauft, als würde man jetzt gegen einen Arms-Charakter kämpfen. Aber in Wirklichkeit kämpft man gegen einen Smash-Charakter, der von diesem Arms-Charakter besessen ist, sag ich mal in Anführungsstrichen. Stern der irrenden Lichter. So ein neues Spiel. Ich habe ehrlich gesagt mehr erwartet. Wie ist es bei euch? Ich hoffe einfach, dass zwischendrin noch andere Cutscenes kommen, damit das so ein bisschen rechtfertigt. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Ja, meine Freunde, ihr habt das gesehen. Banjo-Kazooie ist leider nicht eingetroffen. Waluigi auch nicht, auch wenn er eh unwahrscheinlich war. Springman ist ebenfalls nur eine Helfer-Trophäe. Online wird wahrscheinlich wieder Peer-to-Peer sein. Der Abenteuermodus existiert, sieht auch recht cool aus. Scheint aber nicht ansatzweise so abenteuerlich zu sein wie im Brawl. Es wirkt für mich wie ein überkomplizierter Classic-Modus. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Und Piranha-Pflanze als... Character. Ich weiß immer noch nicht ganz, was ich davon halten soll, aber er sieht zugegebenermaßen schon ziemlich funny aus. Im Großen und Ganzen freue ich mich extrem auf das Spiel. Was haltet ihr davon? Wie habt ihr die Direct wahrgenommen? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal und haut raus. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.